Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media, heute zum zweiten Teil hier meines Kajak-Tutorials bzw. Paddel-Tutorials. Im ersten Teil hatte ich ja hier das Kajak von SketchUp, von 3D Exchange nach iClone exportiert und das Paddel hatte ich selbst erstellt und den Mason habe ich ja hier soweit schon ausgerichtet. Jetzt geht's weiter, jetzt brauche ich drei Dummies, also Dummies sind nichts weiter wie kleine Helferlein, Sie werden dann auch sehen, warum. Ich gehe jetzt hier im Inhaltsmanager und gehe dann mal hier auf den Szene-Button und gehe hier auf 3D-Blocks und nehme hier die Box 001. Die schiebe ich mir mal etwas höher und skaliere die mal jetzt klein. So ungefähr. Vielleicht noch etwas weniger. Gut. Okay, dann verschiebe ich sie hier ungefähr in die Mitte des Paddels. Okay, dann gehe ich hier als Dummy einrichten und werde das hier im Szene-Manager mal auch als Dummy benennen. Dummy Box. Enter. Und jetzt gehe ich hier werde ich hier auch gleich noch die Skalierung zurücksetzen für die Box. Und dann gehe ich wieder in den Inhaltsmanager, klicke den Ball doppelt an, hier den Ball 005, werde dann auch hier skalieren, klein skalieren und verschiebe mir den dann hier mal nach rechts, hier ungefähr, wo unsere Hand dann sitzt. Schieb den hier so runter. So, okay, werde ich hier auch gleich mal die Skalierung zurücksetzen und diese Kugel hier als Dummy einrichten und das werde ich dann auch gleich mal wieder umbenennen. Das nenne ich dann Dummy Links, weil es ja von uns aus gesehen ist und für den Dummy Links mache ich mir jetzt mal mit dem Verschiebebutton hier Steuerungstaste gedrückt halten. Mache ich mir hier mal eine Kopie und wie gesagt, die Kopie ist dann automatisch als Dummy eingerichtet und die werde ich dann hier umbenennen in Dummy rechts von uns aus gesehen. Okay, jetzt werde ich hier diese Dummies anfügen an die Dummy Box, also Dummy rechts ist ja markiert. Da gehe ich jetzt mal hier im Bearbeiten-Menü unter Anfügen, Elternobjekt wählen und klicke mal hier den Würfel an. Dann nehme ich hier Dummy links, Elternobjekt wählen und klicke mal wieder diesen Würfel an. So habe ich jetzt hier eine Hierarchie und jetzt werde ich hier die Dummy Box, werde ich jetzt hier ans Paddel anfügen. Da gehe ich dann wieder hier auf Anfügen, Elternobjekt wählen und klicke auf das Paddel. Okay, jetzt werde ich das Paddel hier nochmal markieren und wie gesagt, das Paddel kann man jetzt immer noch so ein bisschen nachjustieren, aber bevor ich dies mache, werde ich jetzt mal hier den Mason anwählen, gehe dann hier im Bearbeitenfenster auf Animation und dann hier an den Menüpunkt ans Ziel ausrichten. Dann habe ich hier wieder meine Dummy-Puppe mit den verschiedenen Punkten und werde jetzt mal hier die rechte Hand von uns aus gesehen anwählen. Dann klicke ich hier auf die Pipette Ziel wählen und klicke hier Dummy rechts an. Dann gehe ich hier noch in dem Menü Ausrichten an. Das öffnet sich dann, das kann man hier oben an den grünen Anpasser dann auch noch so ein bisschen verschieben. Hier oben brauche ich nichts zu machen. Ich ändere jetzt nur den Ausrichtungsmodus an Objekt ausrichten, Drehung und gehe dann auf OK. Jetzt klicke ich hier diese linke Hand an, von uns aus gesehen, Ziel wählen, klicke jetzt hier Dummy links an, dann gehe ich hier wieder ausrichten an Objekt ausrichten, Drehung und bestätige das Ganze mit OK. So, wenn ich mir das jetzt mal hier so ein bisschen näher betrachte, sieht man, wie das Ganze jetzt hier ganz schön verdreht ist, die Hände. Ja, die Dummies kann ich ja jetzt, wie gesagt, mit der Steuerung und D-Taste ausschalten.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier den Dummy rechts anwähle, hier diesen, und würde jetzt hier den Drehen-Button betätigen, dann sieht man das natürlich schlecht, also schalte ich mal die Dummies aus. Jetzt muss ich erstmal wieder überlegen, die Hand fest ja hier von unten. Ja. Und dann schiebe ich da die Hand hier so etwas nach oben, etwas zurück. Gehe nochmal auf den Drehen. Also ich richte die Hand praktisch jetzt mit diesen Dummies aus. Das sind dann eben praktisch die Helfer. Jetzt will ich hier Dummy links anklicken. Gehe hier mal auf den Drehen-Button. Muss ich erstmal sehen. Und der fest ja jetzt von oben rüber. So. Gehe mal auf den Verschiebe-Button. Schieb das jetzt mal hier hin. Und schieb das jetzt ein Stück zurück. So kann man es ungefähr lassen. Ja, jetzt werde ich aber dieses Paddel noch so ein bisschen drehen. Und zwar werde ich das Paddel jetzt mal hier markieren. Gehe mal hier auf den Drehen-Button und drehe das mal hier noch so ein bisschen. Und verschieb das vielleicht auch noch so ein bisschen so etwas in die Höhe. So, ich schaue mir das jetzt nochmal an. Okay. Gut, jetzt werde ich dieses Paddel hier markieren und dann geht es dann auch zur ersten Animation. Also ich markiere nochmal hier die Dummy Box. Die ist ja jetzt meines Wissens schon angefügt, habe ich ja schon angefügt an das Paddel. Ja, da sollte man immer lieber nochmal nachschauen, nicht dass man das dann nachher vergisst. Zur besseren Ansicht werde ich mir aber jetzt hier mal ein bisschen Wasser hinzufügen. Gehe im Inhaltsmanager Props und gehe hier unten auf Still und Normal und wähle mal dann hier Wasser 0, Wasser 3. Bin jetzt hier nochmal im Bearbeiten-Menü für das Wasser und werde mir jetzt hier die Höhe auf 25 reduzieren und drehe mich jetzt hier mal etwas so ein bisschen und werde jetzt hier im Szene-Manager das Paddel aktivieren. Und drehe mich mal jetzt hier so ein bisschen von der Seite. Dann gehe ich jetzt hier, wie gesagt, auf Animation. Und dann habe ich hier diesen Menüpunkt Requisitensteuerung. Und da habe ich jetzt hier so ein einfaches und erweitertes Menü. Also im erweiterten Menü kann man hier auch noch jede Menge Sachen mit einstellen. Aber ich benötige jetzt nur diesen einfachen Modus. Horizontale Bewegung. Dann drehen. Die Empfindlichkeit sollte also jetzt auf 2 skalieren, nehme ich ganz raus, ist ja draußen durch die Optionsfelder und die Empfindlichkeit hier unten für Skalieren brauche ich natürlich jetzt nicht einstellen. Ja, bei der Requisitensteuerung ist zu sagen, da muss man immer mal ein bisschen Obacht geben. Man sollte, bevor man da die Aufnahme tätigt, erstmal vielleicht ein bisschen üben. Ich werde jetzt mal sicherheitshalber die Dummies noch einschalten. Und zwar, wenn ich jetzt mal die Vorschau und die Leertaste danach drücke, dann mache ich dann hier so kreisende Bewegung mit der Maus. Ja, ich brauche jetzt auch keine Maustaste dabei drücken. Ich gehe einfach mal auf die Vorschau und steche jetzt hier einfach mal so ein paar Paddelstiche. Das sieht auch schon ganz gut aus, finde ich. Zwischendurch kann man dann auch mal eine Pause machen. Man muss eben diese Übung mal ein bisschen üben. Okay, dann gehe ich auf Stopp. Jetzt gehe ich auf diesen Aufnahme-Button und werde es einfach mal jetzt hier probieren. Vorher drehe ich mich hier noch etwas und gehe jetzt auf Aufnahme und drücke die Leertaste. Jetzt mache ich hier eine kurze Pause. Dann steche ich hier weiter. Ja.
Und jetzt mache ich hier noch eine kurze Pause und Stopp. Drücke die Stopp-Taste, also die Leertaste, für die Aufnahme beenden. Dann schließe ich hier mal die Requisitensteuerung, gehe hier auf Stopp und zurück und schaue mir das Ganze mal so ein bisschen an. Spiel das mal ab. Und ja, das kann man jetzt mal so lassen. Wie gesagt, da kann man dann immer noch mal ein bisschen üben. Okay, ich belasse das jetzt mal dabei und jetzt werde ich mir hier noch im Inhaltsmanager noch ein Sky hinzufügen. Gehe mal hier unten auf Sky und nehme dann hier Clear Day 0, also den ersten Himmel. Dann bin ich ja hier im Bearbeiten-Menü für den Himmel und da werde ich mir jetzt mal die Höhe in den Minusbereich hier schalten. Minus 10.000, Enter. Und dann habe ich jetzt hier so eine schöne Ansicht. Und wenn ich das jetzt mal anschaue, dann sieht das eigentlich recht gut aus. Diese Paddelbewegung. Diese Dummies kann ich jetzt mal ausschalten. Ich könnte mir eigentlich jetzt hier von diesem Punkt hier gleich mal eine Kamera erstellen. Gehe mal auf Erstellen. Kamera hinzufügen und dann wähle ich hier unter im Kameramenü Verbindung Elternobjekt wählen und klicke einfach das Kajak an. Gut, jetzt werde ich für den Mason, da gehe ich hier nochmal in den Auswählen Werkzeug, klicke hier mal die Haare an und dann sind wir ja hier im Bearbeitmenü für die Haare, also für das Zubehör. Da wähle ich jetzt mal hier die Haare in der Y-Achse um 120 Grad, 120 skalieren, dann in der Z-Achse 120 und in der X-Achse auf 50. Ja, dann sieht er so ein bisschen aus wie der letzte Mohikaner. Ja, ich gehe jetzt mal hier in die Vorschau. Dann könnte man ihn jetzt hier noch weiter. Man könnte jetzt auch noch theoretisch, ich gehe mal hier nochmal, klicke mal hier den Mason an, gehe mal hier in den Material, klicke mal hier auf die Pipette und wähle mal das Hemd hier an. Dann wähle ich mal hier die Streuungsfarbe und wähle mal hier so ein Olivgrün. Mach das einfach ein bisschen dunkler und gehe dann auf OK. Und ja, das kann man dann so lassen. Jetzt könnte ich hier noch eine einfache Animation hinzufügen. Ich muss jetzt noch dazufügen, wenn man das Paddel, das Kajak jetzt hier verschieben, dann muss man immer aufpassen, dass jetzt alles auch richtig angefügt ist. Jetzt nehme ich mal das Paddel hier, markiere mal das Paddel und muss das nämlich auch noch anfügen. Aber mir fällt jetzt gerade ein, ich werde jetzt vorher noch mal den Mason aktivieren, denn der soll ja auch noch eine weitere Animation bekommen. Dann gehe ich mal hier im Animationsmenü auf die Bewegungssteuerung und da nehme ich dann die Ruhebewegung und hier umsehen. Jetzt muss ich natürlich hier in der Maske ziemlich alles abwählen, bis auf den Kopf, weil durch das Paddeln hat er ja hier praktisch schon Animation drinne. Dann nehme ich hier die Schiebereglersteuerung, setze das hier mal runter auf 80 und die Geschwindigkeit auf 80 und dann gehe ich einfach hier in der Aufnahme, klicke ich den Aufnahme-Button und drücke dann die Leertaste. Dann sieht das wenigstens noch realistischer aus. Und ich lasse jetzt mal die Aufnahme bis fast zum Schluss laufen hier. Okay, ist gleich zu Ende. Und dann drücke ich jetzt wieder die Leertaste. Okay, dann schließe ich hier das Bewegungssteuerungsmenü. Jetzt werde ich hier diesen Mason, wie gesagt, nochmal aktivieren. Gehe im Bearbeiten-Menü und dann gehe ich hier auf die Verbindung, Elternobjekt wählen und klicke hier einfach mal auf das Kajak. Dann das Paddel aktivieren und wie gesagt anfügen, Elternobjekt wählen und auch das
Kajak anwählen. Und wenn ich jetzt das Kajak markiere hier, kann ich das Kajak dann auch komplett verschieben. Ja, oh, da geht also alles mit der Mason, das Paddel, ne, da geht auch dann nichts verloren. Jetzt werde ich mich mal hier rausscrollen, gehe mal hier auf Stopp und zurück und schaue mir das nochmal an. Gut, Stopp und zurück. Und jetzt werde ich nur, man kann das Ganze jetzt noch per Fahrt, könnte man das animieren, das Kajak. Aber ich mache das einfach jetzt mal mit den Verschiebebutton. Ich gehe jetzt mal hier auf Frame 500, gehe dann auf die Verschiebebutton und verschiebe den. Oh, da ist irgendwas hängen geblieben jetzt, habe ich gerade gesehen. Manchmal ist das so eine Sache, da muss ich nochmal aufpassen. Ich mache jetzt nochmal das Kajak. Da sieht man, da hängt hier irgendwas. Also ist der Mason praktisch jetzt hier, die Verbindung ist hier irgendwie weggesprungen. Also nochmal Elternobjekt wählen und das Kajak werde ich dann mal hier markieren. Okay, und wenn ich jetzt auf den Verschiebebutton gehe und das Kajak anwähle, gut, dann ist es okay. Also immer nochmal lieber vorher nochmal schauen. Jetzt schiebe ich mich hier nochmal etwas raus. Das Kajak ist ja markiert. Dann gehe ich hier, wie gesagt, jetzt auf Frame 500 und gehe auf den Verschiebe-Button und verschiebe das Kajak jetzt mal bis hierhin. Dann auf Frame 1000. Dann verschiebe ich das Kajak hierhin. Und dann hole ich mich etwas raus, verschiebe mich dann hier bis zum Schluss und schiebe das Kajak dann bis hierhin. Okay, und wenn ich jetzt auf Stopp und zurückgehe und werde jetzt mal hier meine Kamera, die ich ja schon eingerichtet hatte, und das mal abspiele, dann sieht das natürlich auch schon viel besser aus. Gut. Ja, okay. Das war's jetzt in diesem Tutorial. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute zum Nachmachen, fürs Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.